Platz 22, die Les Humphreys Singers. Der Mann am Klavier hieß Les Humphreys und das waren seine Singers. Was heute recht brav wirkt, war damals neu und aufregend. Unsere Tochter hat uns verführt dazu. Ich weiß nur, dass da Deutsche und Amerikaner bei sind. Das sind so schön lustige Leute. Ich finde es sehr positiv, dass nicht bloß einer singt, sondern dass sie alle singen können. Nicht nur klassische. Waren doch auch Schlager dabei, ne? Ja, moderne Musik, würde ich sagen. Sind Weiße, gell? Na, Chinesen ist, glaube ich, einer dabei, so viel ich weiß. Und denn auch Neger. Neger mit dem Mützchen, der fällt uns am allerbesten. In den frühen 70er Jahren, als Neger noch eine gängige Bezeichnung war, brachten die Les Humphreys Singers frischen Wind in die deutschen Konzerthallen. Die Les Humphreys Singers, die Grünen als Popband. Das war mir dann zu partymäßig so. War immer Silvester. Ich habe Les sehr gut gekannt. Ich habe Les noch aus einer Zeit gekannt. Man soll über Tod seine Städtes reden, werde ich auch nicht tun. Er war Kellner auf dem Kiez, auf der Reeperbahn. Und hat unter anderem auch die Herbertstraße beliefert. Eine Straße, in der die Damen darauf warten, dass man sie anspricht. Er war also Etagenkellner. Und vom Charakter her hätte er eventuell ein bisschen zulegen können. Ne, Alter, weißt Bescheid. Aber sonst war er ein absolut explosives Kärtchen. Mit vielen Ideen, die er umgesetzt hat. Im Chor war er nicht allzu beliebt, weil wenn Kohle reinkam, ich sag mal was, eine Zahl, lass die Singers 15-köpfig gewesen sein, dann gab es 90% für Les und 10% für den Rest. Also die haben nicht so viel verdient. Eher gut. Die Truppe war im Laufe der Jahre eine wahre Talentschmiede. Jürgen Drews begann hier seine Karriere, ebenso die Sängerin Liz Mitchell von Bonnie M., sowie der Frontmann von Uriah Heep, John Lawton. Wenn man sich in die Songs reinhört, dann hat man so eigentlich das Gefühl, man hat was geraucht, ohne dass man es getan hat. Man hat das Gefühl, man hat eine Pille geworfen, ohne dass man es jemals getan hätte. Und man hat das Gefühl, man ist frei und in so einer Hippie-Welt und Woodstock. Und das war so das Woodstock für sauber Menschen. Ich wollte von denen adoptiert werden. Und ich habe gedacht, die haben es gut. Mein Gott. Und ich habe das in meinem Zimmer auch immer nachgespielt, dass ich dann mit denen rumfahre und zur Probe gehe und so weiter und so fort. Und ja, und die sind bestimmt auch alle zusammen irgendwie. Die eine mit dem liiert und die andere mit dem.